Sturmtief Eberhard ist am Sonntag über unsere Region hinweggezogen und hat große Schäden hinterlassen. In Bitburg wurde das Dach der Stadthalle teilweise abgedeckt. Eine Veranstaltung in der Halle musste abgesagt werden. Auch an der Verwaltung der Bitburger Brauerei gab es große Schäden. Feuerwehr und Polizei sperrten das Gebiet weiträumig ab. In Trier musste die Feuerwehr einen großen Werbebanner demontieren, nachdem dieser samt Betonfüßen auf die A602 zur Mainer Straße fiel. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. In der Gerberstraße wurde ein Dach teilweise abgedeckt. Die Feuerwehr sicherte die losen Dachteile und sperrte die Straße ab. In Trier-Kürenz stürzte ein Baum auf die Stromleitung. Hier wurde die Feuerwehr und der SWT tätig. Im gesamten Stadtgebiet kam es zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Zwischen Trier-Zeven und Igel fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Während der Aufräumarbeiten kam es zu langen Staus in beide Richtungen. Überall in der Region Trier mussten Straßen gesperrt werden, da zahlreiche Bäume umgestürzt sind. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz.